Einen wunderschönen, seid gegrüßt hier da draußen. Wir gehen in ein neues Format, in eine neue Folge von Unravel 2. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ist ein schönes, kleines, niedliches Indie-Game. Und das Schöne ist, es ist ein Multiplayer. Das heißt, ich spiele das Game mit Newbie zusammen, also mit meiner wunderbaren, besseren Hälfte spiele ich das zusammen. Wir werden hier einiges erleben als Garnknäuel. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wünsche euch dabei viel Spaß und let's go. Tauben! Oh, Emil! Wir haben nicht vor kurzem eine Taube gehabt, die hieß auch Emil. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Wir können erstmal was dran verbinden. Stimmt. Ah, ich habe da eine Vermutung. Warte mal. Also erstmal hier hochkommen und dann da oben. Du musst dich lösen. Ja. Wir haben Emil verscheucht. Boah, hier voll. Ja? Ich habe voll dazugelernt. Oh, jetzt gehen wir bei den Tauben mit rein. Warte, I save you. Ja, save mich mal. Kannst du dich abseilen? Komm. Warte. Oh, einfach mal. Die Frau wird nicht gesaved hier. So, Enu? Da unten ist irgendwie was. Ich bleib mal hier stehen. Du musst mich loslassen. Lass mich doch mal los, ich will hier hin. Danke. Da kann man durchlaufen. Jetzt muss man hier lang. Guck mal, da oben sind sogar Pfeile, die zeigen dir, wo du lang musst. Wo willst du denn hin? Die Treppe runter. Nein, der Pfeil war nach unten, nicht nach rechts. Ja, das stimmt. Etwas verwirrend. Ah, jetzt kommen wir da raus. Oh, da oben ist Emil. Hallo? Oh. Was soll denn das hier? So. Warum denn? Warum schaffe ich das nicht? Weiß ich nicht. Ah! Ah, ich verstehe. Ah, okay. Okay. Ich komm nicht oben ran. Warum nicht? Warst du über L? Nee, über R2. Ach, scheiße. Da kann man ja schon mal durcheinander kommen. Hui, Luki. Machst du wieder nur Blödsinn. Oh, verdammt. Jetzt. Ja, habe ich aber auch oft genug. Also ich weiß, Gizmo sagt mir auch immer, geh mal rechts und was mache ich? Ich geh links. So, schwingst du oder schwing ich? Weil ich glaube, es funktioniert nur durch Schwingen. Safer. Schwing dein Ding, warte. An der höchsten Stelle lass mich los. Jetzt. Sehr gut. Jetzt rutschen wir wieder. Los geht's. Yeah! Auf. Ich bin übrigens blau. Newbie ist grün. Wenn ihr euch das fragt. Das Leiden macht schon irgendwie Spaß. Yeah! Kommst du bitte mit? Ich bin jetzt erstmal, ich will jetzt hier klatschen. Ich will anfeuern. Ich will mich selbst feiern. Ja, irgendwie schon. Weiß ich nicht. Ah! Scheiße! Das ist Strom! Okay, also vielleicht sollte einer den anderen safen. Ja, dann ich safe dich. Okay. Probier dich. Was? Wie? Ah, nee, warte. Ach, eine Brücke. Ich hab dich. Sehr gut. Oh, okay, ganz schön clever. Boah. Hat sich einmal verbrannt. So, nu? Wie kommt man an das Licht da oben? Oh. Wir waren so weit. Ja, ich wollte wissen, warum das da oben leuchtet. Ja, ich geh runter. Ich will wissen, was das da oben ist. Ja, das will ich ja auch wissen. Dann hüpf doch mal da hoch. Bin ja schon dabei. Und go. Okay, mal, halt mich nochmal. Hab ich. Ich weiß, wie es gehen soll. Also ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden, warte. Oh,
Nee, warte mal, ich brauche noch ein bisschen mehr Strippe. Jetzt. Ha! Ich weiß nicht, was es gebracht hat, wahrscheinlich gar nichts. Aber. Wir haben's. Man hätte ja vielleicht den Strom damit ausstellen, aber nein. Okay, komm. Alles runter. Gut dann. Wir müssen bestimmt hier ins Klo. Nein, also. Ins Abflussrohr. Ins Abflussrohr. Ich glaube, das hat jemand vorher sauber gemacht. Ich würde sagen, wir haben einen Hinterhof entdeckt. Wo geht's denn hier hinten lang? Na, hier ist noch Rohr. Geht's nicht lang. Ey, du musst aufpassen, das ist Hinterhof. Hier gibt's auch Hunde. Da vor allem ist wieder ein Böser. Da hinten verstecken sich zwei. Hey, ihr. Und da ist auch einer. Noch einer. Hey, die sind garantiert böse. Guck mal, die haben auch so rote. Ja. Noch einer. Was geht denn hier ab? Komm mit, unser Links ist nach. Unser Ding ist nach rechts gegangen. Unser Links ist nach rechts gegangen. Vorsicht, die können. Nee. Schatzen! Feuer, Glut, Wolle. Wolle und Feuer. Nicht gut. Du musst da drüber springen. Die sind sozusagen böse. Böse Möse! Sehr gut. Folge dem Mäuschen. Oh Gott, da, Vorsicht! Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht eben gesagt, das ist böse Möse? Vorsicht! Aber Rot zieht mich so an. Ja, aber doch nicht das Rot. Jetzt, ich wollte auch mal. Wir müssen warten, bis das unten ist. Ja, könntest du recht haben. Achso, du bist es ja. Oh, ist ja voll aufregend. Was ist das hier jetzt? Ist ja jetzt voll groß, ja. Warte, wenn es bei uns ist. Ja, naja, das ist mir schon klar. Wenn es bei uns ist und rennt los. Naja, es war auf der Hälfte. Wie komme ich denn da ran? Was machst du denn? Wo willst du denn hin? Ich hatte Angst vor ihm. Warum? Sehr gut. Mein Gott, ist ja voll. Keiner hat mir gesagt, dass ich hier auch noch mit Feinden kämpfen muss. Da oben. Oh. Ja? Wie, jetzt bin ich hier. Warte ich auf dich, aber. Komm doch mal her. Oh, Angst. Ach so. Du hast schon wieder einen Ring gemacht. Da habe ich auf dich geguckt und habe losgelassen, als du ganz oben warst. Ja, dafür kann ich aber nichts. Vorsicht. Na gut, hier kommt er wieder hoch. Komm her, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Ja. Ich muss ihn erstmal weggehen lassen. So, hier muss er aufpassen. Das rutscht bestimmt. Ich hab mich auf dich konzentriert. Ich habe aufs grüne Männchen geguckt. Was ich aber wirklich sehr schön finde, ist, dass man dann nicht immer wieder von ganz vorne anfangen muss, sondern ja. Immer quasi genau vor der. Warte mal. Das gibt nämlich rum, wenn du nein. Nein. Komm her. Das ist fest, du musst mich nur halten, damit ich schwingen kann. Okay. Was los? Was los? Hä? Ich hab einfach noch nach oben geschossen. Hab ich gesehen. So, und du? Verwirrt. Spring mal. Naja. Lauf doch immer nicht so hektisch durch die Gegend. Auf die andere Seite. Also warte mal, geh du noch.
Was denn jetzt? Ja. Ach so, ah, ich weiß, was du vorhast. Und dann kann ich dich dahin schieben und dann kannst du das. Und dann kann ich mit zu dir kommen und dann kannst du mich mitziehen. Ja, ist ja voll klug. So mit K und so, weißt du? Ja, ich bin ja auch das Brain von uns beiden. Das stimmt, deswegen bin ich ja Pinky. So, und jetzt? Ist weitergegangen. Oh, guck mal, hier eine Straße. Rechts und links gucken! Mann, hast du nichts gelernt! Fußgängerüberweg und Baustelle. Oh, ey. Was bist denn du für ein Vorbild? Ein cooles, komm, ja, ja, hier, komm. Nee, kriegst du... Dann...